Merry Christmas, Feliz Navidad, Joyeux Noël, frohe Weihnachten. Ja, liebe Freunde, liebe Community, liebe Kreativlinge, liebe YouTubis, liebe Mit-49er, liebes Millionärswahlteam, liebe Geschäftspartner, habe ich wen vergessen? Einfach liebe Welt. Natürlich könnte ich einfach eine Weihnachtskarte schicken, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich das einfach machen würde. Weihnachten ist irgendwie was ganz Persönliches, finde ich. Und wenn ich die Chance habe, auf dem Weg mit euch einen kleinen persönlichen Moment zu verbringen, dann möchte ich das gerne machen. Ja, alles ist im Moment ein kleines bisschen anders. Und dass ich jetzt hier sitze, so kurz vor Weihnachten, also genau genommen 2 Tage vor Weihnachten, auch wenn ich das vielleicht erst einen Tag vor Weihnachten hochlade, das weiß ich jetzt noch nicht. Und kommt drauf an, wie schnell ich bin. Ja, dass ich halt, wie gesagt, hier sitze und das Jahr so zu Ende geht und mit so viel Aufregung und mit so vielen Sachen, die gerade anders sind, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich bin auch eine von denjenigen, die quasi auf den letzten Drücker losrennen und noch versuchen, schnell in der doch hektischen und verrückten Zeit alle Weihnachtsgeschenke zusammenzutragen. Ja, weil ich vorher quasi damit beschäftigt bin, Weihnachtsgeschenke für andere Menschen, also die verschenken wollen, fertig zu machen. Und ich gebe mir aber trotzdem immer Mühe, irgendwie was Persönliches zu verschenken. Also weil, ja, so ein Bügeleisen ist ja irgendwie meist doch auch unromantisch unterm Tannenbaum. Aber unabhängig von den Geschenken ist Weihnachten ja doch was ganz Ruhiges und Besinnliches irgendwie. Und ich sitze ganz oft da, egal ob Weihnachten ist oder nicht. Sitze ganz oft da am Ende des Tages und mache nochmal so das Licht aus und denke so für mich drüber nach, wo stehe ich, wie war der Tag und staune manchmal. Ja, und wie gesagt, jetzt gerade in dieser Situation, da staune ich halt noch mehr. Wer jetzt gar nicht weiß, was so alles passiert ist, der kann das auf Facebook und so nachlesen. Und deshalb möchte ich auch jetzt mal kurz mit euch zurückdenken und einen persönlichen weihnachtlichen Moment mit euch teilen. Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. So circa 13 Jahre. Da hatte ich gar nichts. Und wenn ich sage gar nichts, dann meine ich eigentlich wirklich gar nichts. Wobei meine große Tochter schon da war und die ist ja nicht nichts. Also, aber das war der einzige Mensch in meinem Leben. Und außer meiner Tochter an der Hand war da eine Handtasche und nichts weiter als eine Menge Traurigkeit, Planlosigkeit von irgendeinem besonderen Talent war auch nichts in Sicht. Also jedenfalls nichts, wo ich mir dessen bewusst gewesen wäre. Es war eine Menge Angst da und hätte man mir damals erzählt, dass ich Weihnachten 2013 mit lustigen Hörnern vor einer Kamera sitze und zu ganz vielen Menschen spreche, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, bei euch piept's. Ja, aber ich habe aus Verantwortungsbewusstsein heraus und einfach aus Überlebenswillen alles zusammengerissen, was ich zusammenreißen konnte und hab gekämpft und irgendwas, wenn ich heute mir meine Situation angucke, muss ich dann wohl richtig gemacht haben. Der Weg, der war lang, der war nicht immer einfach, also meistens nicht und war viel begleitet von vielen weiteren Tränen, von Rückenschmerzen, von Hoffen und Bangen, von wenig Schlaf. Das ist natürlich nichts, was ihr alle seht, wenn ihr die lustigen und schönen Ergebnisse vor der Kamera seht.
Und den Weg, den gibt es aber, der liegt dahinter und alles, was ich heute habe, ist wirklich hart erkämpft. Aber genau deswegen kann ich mich dann auch in einem Moment wie jetzt hinsetzen und das selbst bestaunen und genießen und ja, so ein bisschen unwirklich kommt mir das alles vor, dass heute, wenn ich dieses Video hier ins Internet hochlade, dass dann über 17.000 Menschen eine Nachricht darüber bekommen, dass Zacherfinechen ein neues Video online gestellt hat. Dass wenn ich einen Newsletter verschicke, den auch ganz viele Menschen bekommen und dass wenn ich auf Facebook poste, was ich gerade tue oder meine Weihnachtswünsche da loswerde, dass das auch Tausende von Menschen lesen. Alles, was ich geschafft habe, habe ich mir wirklich selber erkämpft und dann ist es wirklich was Besonderes und dann sitze ich manchmal da und ja, so in so stillen, ruhigen Momenten und denke doch, der Weg war richtig, auch wenn irgendwas mal wehtat oder schwer war, das hat sich gelohnt. Jetzt, bedingt durch diesen YouTube-Kanal, bedingt durch alles, was in der letzten Zeit passiert ist und dass ich unter diesen 49 bin und mich jetzt in der Situation finde, mich auf eine Live-TV-Show vorzubereiten, fühlt sich für mich so ein kleines Stückchen an wie angekommen sein. Und für mich ist es immer so, der Weg ist das Ziel und angekommen sein hört sich dann auch gleichzeitig wieder so an wie, ja, hier ist das Ziel und da bist du nun, aber das ist es nicht. Also ich habe, es ist nur einfach ein Stück Dasein. Heute habe ich eine wunderbare Familie, meine Tochter hat zwei wunderbare Geschwister bekommen. Wir sind alle mehr oder minder gesund, bis auf die ganz normalen Zipperlein, die man so hat. Und das ist schon ein großes Geschenk und dann darf ich halt hier sitzen in dieser doch für mich besonderen Situation. Und darf ganz vielen Menschen auf diesem Wege frohe Weihnachten wünschen. Und das ist für mich nicht selbstverständlich. Und ich habe keine Ahnung, wo das Boot, auf dem ich gerade so ja, durch die Gegend und durch neue unbekannte Gewässer schipper, wo mich das vor Anker gehen lassen wird. Aber ich glaube, es wird nicht schlechter. Ich glaube, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo man jetzt noch mehr Möglichkeiten hat und wo es einfach darauf ankommt, sich jetzt für die richtigen Schritte zu entscheiden und einfach die Dinge, die man bisher richtig gemacht hat, weiter richtig zu machen. Und für mich ist das ganz was Besonderes. Für mich ist es ein schönes Gefühl, mein Atelier zu genießen, meine Arbeit zu genießen, euch zu genießen. Dieses Feedback, was ich im Moment bekomme, für mich ist es toll, einen harten Arbeitstag zu haben, aber durch euer Feedback da belohnt zu werden und dann nach Hause zu kommen und von meiner Familie gleich voll gedröhnt zu werden, was natürlich oft auch nervig und anstrengend ist, aber ich brauche das so und ich will das so und das ist toll. Und das ist eigentlich ja, für mich Weihnachten und ich glaube, wenn man sich hinsetzt und, dann, und darüber mal nachdenkt, dann sollte einem bewusst werden, dass man eigentlich jeden Tag ein Stückchen Weihnachten hat. Auf diesem Wege hier wollte ich euch gerne sagen, dass ihr alle da draußen natürlich ganz viel Anteil habt an meiner jetzigen Situation und an allen Dingen, die jetzt gerade toll sind. Ihr seid ein großer Teil dessen, egal ob ihr ja, YouTuber seid, ob ihr das nur verfolgt, ganz still, ob wir schon mal Worte gewechselt haben, ob ihr nur still auf Facebook mitlest oder ob ihr einer meiner 49er Mitspieler gerade seid. Jeder einzelne von euch ist wichtig für mich und hat einen Anteil an meinem Leben gerade. Ihr seid ein fester Bestandteil meines Lebens und dafür wollte ich euch ganz herzlich Danke sagen. Und ja, euch einfach frohe Weihnachten wünschen und euch ein bisschen Ruhe wünschen, ein bisschen ein ähnliches Gefühl, wie ich gerade habe,
einen fleißigen Weihnachtsmann natürlich, aber ja, einfach den Moment und euch auch wünschen, dass ihr euch hinsetzen könnt, euch darauf besinnen könnt, was ihr habt, was ihr richtig gemacht habt und euch auf ein neues Jahr freuen könnt. Weihnachten steckt in so vielen Sachen und da gibt es zwei Geschichten, die mir gerade passiert sind und die würde ich euch gerne erzählen. Es ist ja sowieso nicht meine Stärke, mich irgendwie besonders kurz zu fassen, also schenkt mir den Moment doch nochmal kurz euer Gehör. Geschichte Nummer 1 war, dass ich ins Parkhaus gefahren bin vor 2 Tagen und man kommt die Einfahrt runtergefahren und da sind dann gleich Frauenparkplätze und vor mir fuhr ein Auto, also genau dieser eine Parkplatz war direkt frei und vor mir fuhr ein Kombi und irgendwie ahnte ich schon, da sitzt keine Frau drin und der fuhr genau in diese eine Parknische, wo man geradeaus reinfahren konnte und die ich gerne gehabt hätte. Ich wusste, dass der da reinfährt. Und parallel fuhr aber das Fahrzeug vor ihm gerade raus. Also dieser gute Mann, wenn der jetzt clever gewesen wäre, der hätte einfach geradeaus weiterfahren können in diese Parklücke und dann hätte ich da reingekonnt. Ja, dann bin ich halt außen rum gefahren und parkte auf der anderen Seite ein und der stieg aber schon aus und war schon fast am Weglaufen und dann habe ich gedacht, nö, jetzt musst du nochmal aussteigen und hielt also kurz an, sprang aus meinem Auto und sagte ganz laut zu ihm, Sie sind aber irgendwie keine Frau oder sind Sie eigentlich eine Frau? So habe ich, glaube ich, gesagt und das aber auch mit einem Lächeln und er kam dann auf mich zu und sagte, nein, aber er hätte ganz weibliche Züge. Und habe ich gesagt, ja, ich sehe das schon, aber wissen Sie, das wäre ja jetzt wenigstens noch nett gewesen, wenn Sie jetzt einfach geradeaus weitergefahren wären. Aber nein, jetzt musste ich hier rum. Da wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Ja, und er lächelte halt einfach zurück und wir kamen so irgendwie, also es gab so ein Wort das andere, aber es war halt eine ganz lustige Situation. Und dazu kam irgendwie noch so ein anderes Pärchen und sagte, ja, das sind die emanzipierten Männer, die jetzt also auf den Frauenparkplätzen parken müssen. Und er sagte, das kam so ein bisschen angreifend drüber und er sagte dann aber gleich, nee, wir haben uns aber ganz nett unterhalten. Und ich sagte auch, nö, ist alles in Ordnung. Und wir gingen dann auch zusammen aus dem Treppenhaus raus, weil er mir die Tür aufgehalten hat und haben noch so ein bisschen Smalltalk gemacht und trennten uns dann mit den Worten, frohe Weihnachten. Und irgendwie ist das für mich Weihnachten, weil ich weiß, ganz viele andere Menschen in der Situation, also man hätte sich angepöbelt und Ellbogen und weiß ich nicht was und ich sag euch das einfach deshalb, weil wenn ich mir zu Weihnachten jetzt etwas wünschen dürfte, von der Allgemeinheit, von euch, von jedem, dann ist es ein kleines Stückchen mehr wir und ein bisschen weniger ich, was ich dazu beitragen kann, das mache ich. Und ich weiß halt gerade in dieser Zeit, ja, wenn vielleicht heute oder morgen alle noch losrennen, weil sie noch das Pfund Butter vergessen haben oder so und einer fährt dem anderen mit dem Einkaufswagen in den Hacken, dann ist da schnell mal so ein Streit da. Und ich möchte einfach gerne sagen, dreht euch einfach um, wenn ihr den Einkaufswagen abgekriegt habt und lächelt einfach mal und guckt, was euch dann zurück entgegengebracht wird. Ich glaube, das ist immer ein Stückchen Weihnachten und man sollte sich immer überlegen, möchte ich mich jetzt eigentlich streiten oder was wünsche ich mir von der Situation und was kann ich selber dafür tun? Und wenn man das macht, bevor man lospoltert oder bevor man irgendwelche Ansprüche stellt, dann kommen oft ganz überraschend positive Dinge dabei raus. Und das Ganze fällt mir wahrscheinlich auch deshalb ein und ist mir wichtig zu sagen, weil alles das, was jetzt passiert ist, ist so ein bisschen wie das, was ich die letzten Jahre gegeben habe, was ich jeden Tag versuche zu geben, kommt jetzt ein bisschen zu mir zurück und das finde ich ganz toll und ganz wunderbar. Die andere Sache, die passiert ist, ist, dass plötzlich zu uns ins Atelier vor 2 Tagen ein Herr kam, der relativ verlegen vor mir stand und der mir dann mitteilte, dass er halt Skulpturen machen würde und er hätte auch ein Foto bei und ich sagte, ja, dann zeig doch mal und mir gefiel das gut und dann habe ich gesagt, ja, er kann das gerne mal herbringen und wir haben halt auch so miteinander gesprochen und ich bin zwischendurch nochmal weg und als ich wiederkam, da war dann quasi diese Skulptur, die er in der Zwischenzeit gebracht hatte, tatsächlich schon da
Und ich habe das auch an meinen Galeristen weitergeleitet, der das auch toll fand. Und dann habe ich einfach, wollte ich ihm eine Freude machen und habe ihm eine SMS geschickt und habe halt geschrieben, ja, wir finden das alle ganz toll und er soll mal auf jeden Fall Engel machen. Und das dauerte gar nicht lange und dann kam plötzlich eine ganze Riege, nämlich er mit seinen Kindern bei mir ins Atelier, jeder einen Engel in der Hand. Und er sagte halt auch, also wenn ich das verkaufen würde, dann so und so viel Prozent wären natürlich für mich und weiß ich nicht. Und ich habe gesagt, lass mal stecken, darum geht es mir gar nicht. Und auch das ist irgendwie für mich Weihnachten, weil ich zeige euch übrigens mal so einen Engel. Moment. Schön, oder? Also ich bin total verliebt in diese Engel. Und die kommen halt irgendwie zu Weihnachten gerade richtig und irgendwie ist er für mich auch ein bisschen Weihnachten, weil der war so aus dem Häuschen und so glücklich, dass das war für den so faszinierend, dass ich einfach gesagt habe, ja, ich stelle mir das hier ins Atelier und ich unterstütze ihn da und ich finde das toll, was er macht. Und er rief mich dann an und sagte, ich hätte ihm Weihnachten irgendwie versüßt oder gerettet oder wie auch immer. Und genau das ist Weihnachten. Also nicht die Socken unterm Tannenbaum, nicht das teure Geschenk, auch wenn das alles toll ist und wenn ich halt auch für meine Familie Geschenke kaufe, soweit mir das möglich ist. Aber eigentlich eben ist mir wichtig zu sagen, wir haben jeden Tag ein bisschen Weihnachten. Und dieses Wir würde ich mir halt mehr wünschen. Und ich habe dem Andreas, das ist der hier mit diesem Holzengel, erklärt, dass das für mich gar kein Ding ist, weil ich hätte mich früher gefreut, wenn jemand da gewesen wäre, der also ein kreativer Kollege, der sich ein bisschen mehr in die Pötte hätte gucken lassen oder der sein Wissen bereit gewesen wäre, mit mir zu teilen. Ja, einfach ein bisschen weniger Angst, dass man Konkurrent ist. Und ich finde das heute schön, wenn ich Menschen den Weg abkürzen kann, wenn ich sie in ihrer Kreativität unterstützen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für diesen YouTube-Kanal. Mein Weg war hart und den bereue ich nicht. Ich bereue gar nichts, im Gegenteil. Aber ich finde es halt schön, wenn ich anderen die Stolpersteine ein bisschen aus dem Weg räumen kann und ja, den Weg für andere abkürzen kann. Also es reicht ja, wenn ich so doll gekämpft habe und wenn ich das Menschen, die halt gar keine hauptberuflichen Ambitionen haben, wenn ich denen quasi schneller zum Erfolgserlebnis verhelfen kann, dann ist das für mich ganz toll. Und deshalb war es mir ein Bedürfnis, diesen Moment mit meinen kleinen Hörnchen hier ja, wirklich von Angesicht zu Angesicht irgendwie auf diesem Weg mit euch zu teilen, euch nicht mit einer Weihnachtskarte, also zumal von vielen habe ich ja gar nicht die Adresse, ne? ich wollte euch einfach alle erreichen und euch auf diesem Wege frohe Weihnachten wünschen, weil dieses Jahr Weihnachten durch diese ganze Geschichte für mich wirklich nochmal etwas ganz Besonderes ist und ihr seid alle wichtig für mich. Und wenn es bei mir mal gerade nicht so läuft, dann sind es eure Kommentare, euer Feedback, was mich ja immer wieder aufbaut. Das war so nie geplant, aber ich habe euch alle irgendwie auf diesem Weg über diese Kameralinse da irgendwie zum Freund gewonnen und ich weiß, dass viele von euch mir zwischenzeitlich nicht nur noch die Malerin sehen, die die Tutorials macht, sondern irgendwie auch so ein Stück weit so eine virtuelle Freundin. Die möchte ich euch auch gerne sein. Manchmal fühlt sich das auf meinen Schultern ein bisschen komisch an, weil ich mich auch damit verantwortlich fühle. Aber es ist mir ganz wichtig und ich habe, was diese Millionärswahlgeschichte anbelangt, überhaupt gar keine Ahnung, wo die mich hinführen wird. Möchte aber da halt euch auch sagen, dass ich für mich war das diese Million, ja, die steht so weit
in den Sternen und ist auch so unfassbar, dass ich glaube, dass keiner von den 49 Kandidaten irgendwie da wirklich drauf spekuliert. Ich habe das von Anfang an irgendwie wie so eine Art Glücksspiel betrachtet. Für mich war wichtig, zeigen zu können, was ich kann, was ich mir erarbeitet habe, und das habe ich getan. Also für mich ist eigentlich schon alles erreicht, das haben viele Menschen gesehen, und das ist eben dieses Stück angekommen sein. Alles Weitere betrachte ich weiter wie so eine Art Glücksspiel, deshalb sehe ich meine 48 anderen Kandidaten, und jetzt klingelt hier idealerweise das Telefon, und das kann ich jetzt nicht rausschneiden. Also lass mal kurz mit mir klingeln. Fertig geklingelt? Ja, sorry. Ja, deshalb kann ich meine 48 Mitkandidaten auch nicht als Gegner sehen, sondern ich sehe sie einfach als Mitspieler. Und ich glaube, die wir da alle sind jetzt in dieser Show, ich glaube, das sind alles ganz viele Talente und ganz unterschiedliche tolle Menschen, und ich glaube, jeder Einzelne wird irgendwas Tolles bestimmt mit diesem Geld anfangen, weil einer wird es ja nun mal gewinnen. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen drum machen, und ich freue mich einfach, ein Teil dieser großen Sache sein zu dürfen. Und ich freue mich, ein kleiner Teil in eurem Leben sein zu dürfen. Ich freue mich, dass ich dieses Jahr Weihnachten hier sitze und irgendwie auf einmal alles Sinn macht, was ich die letzten Jahre angestellt habe, und auf wundersame und tolle Weise zu mir zurückkommt. Und das wollte ich euch einfach sagen. Ja, in diesem Sinne nochmal Dankeschön euch allen. Ihr werdet noch ein Video von mir bekommen mit Neujahrswünschen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Deshalb belasse ich es einfach bei dem Frohe Weihnachten. Genießt die Zeit. Macht euch keine Sorgen um Kilos zusätzliche, sondern genießt das, was ihr habt, und haut auch rein bei der Schokolade. Ich mache das auch. Für Sport haben wir dann 2014 genug Zeit. Es wäre so schade, sich das zu vermiesen im Gedanken an eine Diät. Ja, also genießt die Zeit, denkt einfach dran, dass Weihnachten ein bisschen mehr ist als nur der Tannenbaum, aber ich weiß, das macht ihr auch so. Ich wollte euch sagen, Dankeschön, ihr seid ganz wichtig für mich, jeder Einzelne. Und sollte irgendeiner von euch alleine vor der Kamera oder hinter der Kamera sitzen und sich das angucken, dann möchte ich dir sagen, du bist ja gar nicht alleine, weil ich bin ja auch noch da und habe dir auf diesem Wege frohe Weihnachten gewünscht. Ich wünsche euch allen einen ganz, ganz fleißigen und lieben Weihnachtsmann. Und dann sehen wir uns nach Weihnachten wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis ganz bald. Danke und tschüss.